Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir zeigen heute ein Replay aus einem Spiel, was ein Kumpel von uns aufgenommen hat. Der Ektos, der Udir. Ja, also es war erst nach dem Spiel klar, dass das Spiel aufgenommen wurde. Und dank diesen Highlights im Spiel wollten wir jetzt einfach mal dieses Spiel zeigen. Ich spiele Leona. Unser Hope ist mit dabei. Er spielt. Akali. Genau. Guten Tag erstmal. Schönen guten Tag, Herr Mongo Ali. Ja, danke. Also, auf der Botlane befinde ich mich mit Miss Fortune zusammen. Unsere Midlane ist der Mordekaiser. Er ist ein Random, genau wie die Miss Fortune. Wie gesagt, der das Video aufgenommen hat, ist der Udyr, unser Jungler. Und Hope, unser Akali, geht auf den Top. Ja, also typische Sachen zum Anfang. Wir covern hier unten den Tree Bush für den Red. Hier oben die beiden covern den Blue. Und Udyr beginnt bei den Wölfen. Eigentlich für jeden, der League of Legends spielt, eine bekannte Sache, denke ich mal. Ja. Also wenn ihr ein Quietschen im Hintergrund hört, das ist Hope sein Stuhl. Bei welcher Sekunde bist denn du? 32, 33, 34, 35. Ja, passt ungefähr. Bist jetzt bei 1 Minute 41? Ja. Okay. Also, wie gesagt, standardmäßig, Udyr beginnt mit den Wölfen. Schuldig diese kleine Einstellungssache, aber musste sein. Ja, alle drei begeben sich zum Blue. Akali und Mordekaiser werden noch ein bisschen Damage auf den Blue hauen, so dass Udyr im Jungle schnell vorankommt. Miss Fortune und meine Wenigkeit. Ja, ich hatte eigentlich vor, eventuell die beiden hier im Busch abzufangen, aber Miss Fortune wollte da nicht so recht. Wir werden ab und zu mal switchen, wenn also Hope guckt auf seinem Rechner nebenbei und wird ein paar Situationen mal rauspicken, wo ich dann hinswitchen werde. Ich werde so lange Udyr verfolgen, weil dann einfach die Übersicht besser ist über die HP und der Situation. Weil er das Video leider halt aufgenommen hat, ist das ein bisschen problematisch, das über andere Situationen zu machen. Weil der LoL-Recorder halt immer noch ein klein bisschen verbuggt ist. Es sind momentan ein bisschen schwierig. Naja, er nimmt halt mit der älteren Version auf des LoL-Recorders. Und deswegen können wir das leider nicht in der Zuschauerperspektive sehen, sondern wirklich bloß in der Perspektive von Odio. Also wenn Hope zwischendurch rinbrüllt, hier ist eine Situation, dann werde ich kurz die Lane switchen und wir schauen mal. Ja, zu dem Sp Was sagen wir denn zu dem Spiel an sich? Was sollen wir zu dem Spiel an sich sagen? Ja, zu dem Spiel an sich. Oh, Scheißstuhl, ey. Gern. Er quietscht immer noch. Ja, zu dem Spiel an sich. Also, unsere Kombination an sich war eigentlich ganz gut. Ich hatte die Miss Fortune eigentlich gebeten, Ana in der D-Carry zu nehmen, aber Miss Fortune ist okay. Unser Udyr als Jungler, keine Frage, hat viel Kommt Crowd Control. gleich der erste Gank auf der Top. So, okay, ich werde auf die Top switchen. Unser Udyr macht gerade die Geister und wir werden mal schauen. Wenn man ganz genau beobachtet, genau, sieht man den Shaco hier. Irelia reagiert aber kein Stück. Und so ist halt der Escape für Akali möglich. Problem ist, Shaco folgt ihr weiterhin. Er bleibt doch in dem Jungle stehen und jetzt kommt auch mein Fehler, dass ich einfach in den Jungle reinlaufe und ja. Und tschüss. Genau, da bin ich ein bisschen zu früh rein. Ja, das Flash war halt ein bisschen
ein bisschen useless und da hat Irelia leider reagiert und fast Blatt geholt. Unser Udyr versucht noch das Möglichste. Aber, naja. Leider mussten... Also er hat einen Flash entlockt, aber er musste selber auch seins verwenden. Ja. Sollen wir schon mal sagen, welche Aufnahme das jetzt mittlerweile ist? Nein, sagen wir lieber nicht. Ist jetzt mittlerweile die zweite Aufnahme? Ja, in der ersten Aufnahme habe ich ein bisschen den Mongo-Ali gespielt. weil ich unseren Hope bei Skype noch gemutet hatte. Okay. So, an sich auf der Top passiert jetzt nichts. Udyr ist jetzt auch nicht ganz so interessant. Ich denke mal, die Wölfe hat jeder schon mal verhauen. Wir gucken mal kurz runter auf die Botlane. Aber da läuft momentan auch nichts Interessantes. Blitzcrank gammelt da oben so ein bisschen rum mit dem Teemo. So Miss Fortune farmt. Udyr kommt nach oben. Ja. Zur Top. Wir schauen mal. Ah, da läuft gerade noch ein kleiner Fight. Da zieht mich der Blitzcrank leider weg vom Teemo. Und der Chaco kommt runter. Jetzt wird's für uns etwas brenzlig. Machen wir den Look nach oben. Ja, okay. Okay, unser Udi ist oben. Ich werde mal kurz auf Udi switchen. Er versucht einen Lane-Gank. Hat allerdings ziemlich wenig HP. Hier unten versucht mich die Miss Fortune zurückzupingen. Ich kann euch aber sagen, sie macht den Fehler und geht selber rein. Ja. Ja, Udi wartet geduldig ab. Kriegt auch seine XP. Ja, da bin ich dann gestorben, um meinen AD-Carry zu beschützen. Die waren alle wirklich sehr low auf der Botlane, also war schade, dass die Miss Fortune da leider nichts mehr machen konnte, weil sie war ziemlich out of Mana. Ja, war schade. Okay, konzentrieren wir uns jetzt auf die Toplane. Wie ihr seht, Udyr hat es versucht, aber es hat nicht so richtig geklappt. Geht jetzt auch wieder. Da war gerade ein Fight mit Orianna und Mordekaiser. Ja, ihr seht, Mordekaiser pickt seine Ulti auf Orianna, kommt aber nicht richtig ran. War schade. Auf der Top gehe ich jetzt, glaube ich, wieder sterben. Dann switchen wir mal schnell auf die Top. Es ist leider schade, dass man halt immer die Lebensbalken, ja. Der Gegner, ich kann mal kurz Irelia anklicken, also sie hat noch Full Life. Besitzt aber nur noch wenig Mana. Das war ja dann auch meine Denkweise, dass ich gedacht habe, kein Mana mehr, jetzt vielleicht drauf. Aber... Ich glaube, jetzt kommt, wenn ich mich nicht täusche... Nee, Shaco kommt in die Mitte. Shaco ist in der Mitte. Ach ja, jetzt kommt der Gank auf Mordekaiser. Mordekaiser denkt, oh ja, jetzt hole ich mir die Orianna. Hat auch nur noch 300 Leben. Aber der Shaco ist zur Stelle und tötet Mordekaiser. Ja. Also wie ihr seht, also das Early Game ist für uns echt bescheiden schön gelaufen. Also, wenn wir mal in die Stats gucken, 0-1, 0-1, 0-0-0, 0-1, 0-0-0. Unser einziger großer Vorteil war der Farm von Miss Fortune. Ja. Ja, gegenüber dem Teemo auf Garantie. Also ja. Wenn wir uns das jetzt nach 8 Minuten angucken, 55 Farm und Teemo hat gerade mal 19, also das ist schon ein massiver Unterschied. Mhm. Das ist echt das. So, jetzt geht Udyr die Golems holen. Das sah stark nach einem Gank gerade aus. Wir schauen mal weiter. Oh, der Chaco ist unten auf der Botlane. Und das Spiel haben wir halt. Also, ein Spiel, wie Ali ja schon zum Anfang des Spiels gesagt habe, dass wir erst nach dem Spiel wussten, dass das Spiel aufgenommen wurde.
Haben wir uns denn entschieden, dass wir das dann machen, weil es wirklich eine sehr gute Info dasteht, sozusagen. Ich sag jetzt mal. Hör mal auf zu spoilern, dass die Zuschauer einfach gucken. Nee, ich spoiler ja nicht. Ich sag ja nur, Nein, dass es ist ja okay. Ja, also manche Situationen gibt, in denen man. indem man gut Fehler erkennen kann von unserer Ja, Seite, gerade in genau. der Laning Phase und halt die Fehler, die der Gegner dann häufig begeht noch. Wir schauen mal. So, auf der Top hat Odio gerade gegankt. Ja, wir schauen Hat's gerade mal. versucht. Und ich habe natürlich auch versucht, da jetzt irgendwie zu helfen. Bin da aber jämmerlich dran verreckt. Odio kriegt aber die Irelia noch. Und damit haben wir, also das blaue Team, endlich mal unser ersten Kill. Und ja. Wurde Also, nach 10 Minuten Zeit. ich habe das Gefühl, du bist ein paar Sekunden vor mir. Ein paar Sekunden vor dir. Bei welcher Sekunde bist du denn? Bin bei 10, 16. 10, 16. Okay, warte, dann mache ich kurz Pause. Sag mir mal, wenn du bei 10. Hey, ich will Pause machen. Ja, wie gesagt, Odir farmt jetzt noch die Lane ab, um seinen Farm halt ein bisschen zu erhöhen. Ist ja auch nicht ganz so schlimm, so Sag mal, nicht wenn du extra bei. pusht. Sag mal, wenn du bei 10:55 bist. Schauen wir kurz auf die Botlane. Also 10:56. Und sag deine Zeit Jo, kann gerade. starten. Okay, denke, jetzt dürften wir einigermaßen synchron sein, sonst spoilert unser Hopen etwas. Du bist jetzt bei 10:56. Nee. Ich bin jetzt bei 11,7. Okay, jetzt warum bin ich jetzt. Okay, 11:7. Jetzt bin ich dir 8 Sekunden voraus. Du bist jetzt bei 11:25. 25. Jetzt bin ich bei 11:30. Ja, ist okay. Du bist gerade gestorben. Genau. Beim Gank oben. Genau. Genau. Gut. Jetzt haben wir die Einstellungssachen, denke ich mal, ein bisschen geregelt. Entschuldigt diese Sachen hier zwischendurch im Video, aber lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Leute, die schlagen mir irgendwie viel zu schnell. Jetzt schlagen sie in Ordnung. Bei welcher Sekunde bist du? 11,51. Ah, okay. Gut. Warum schlagen die denn so schnell? Schlagen die immer so schnell? Ja. 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 Okay, also ihr seht, auf der Botlane ist jetzt die reine Farmerei angesagt. Mir sagt, Akali ist gerade mal wieder auf der Toplane gestorben. Unser Mordekaiser pusht jetzt extrem den Tower in der Mitte. Aber Orianna versucht ihn möglichst dran zu hindern. Und der Mordekaiser sieht leider nicht, dass der Chaco da ist, aber entkommt. Ja, Mordekaiser hat sich da einen Kampf verwickeln lassen, den er dann auch verliert. Ihr seht, unser Laning Phase ist echt grottig. Ja, die war echt nicht besonders gut. Ich entschuldige mich nochmals für meinen Stuhl. Ja, also wie ihr seht, ich versuche mal so ein bisschen die Pilze abzufarmen von dem Teemo. In diesem Moment versucht mich auch Blitzcrank immer zu grabben, aber ein Glück weiche ich diesem Grab immer ganz gut aus. Mordekaiser signalisiert jetzt, dass die Mitte weg ist. Und ich krieg oben Gank. Ja, genau. Akali wird mal wieder von Chaco gegankt und Irelia springt dazu. Also wie ihr jetzt im Moment seht, ich spiele 0-4. Also, wie ihr seht, die Team-Stats sind ja 1 zu 7. Den einzigen Kill hat unser Jungler, der Udyr.
wie gesagt, unsere Laning Phase echt grottig. Wir haben unten auf der Bot das Möglichste versucht. Da stirbt Miss Fortune. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil sie Blitzcrank fokuste. Das werde ich auch gleich nochmal schreiben. Ich meine, in der Situation war es vielleicht gar nicht so verkehrt, den Blitzcrank zu fokussen, aber sie hätte sich spätestens, als Blitzcrank geflasht hat in den Tower, da weder ich noch sie noch HP hatte, einfach zurückziehen sollen. Hier in der Mitte, Udyr verteidigt die Mitte, weil Mordekaiser eigentlich bei uns ganken kommen wollte, aber Miss Fortune war bis dahin dann schon tot. Ja, oben hat Irelia auf der Top mittlerweile den Tower eingerissen. Blue Buff auf der blauen Seite. Mhm. Der Chaco hat gerade den Blue Buff gestealt. Aber stirbt dafür auch. Jetzt versucht Irelia ihr Möglichstes im 1 gegen 2 und failt ihr Flash. Und so bekommt unser Jungler den dritten Kill. Wie ihr im Chat gerade seht, also die Miss Fortune hatte gebeten, den Teemo bitte zu fokussen. Auf der Botlane belagert der Blitzcrank schon wieder meinen AD-Carry. Und ich stürze mich dementsprechend sofort auf Teemo. Es läuft aber leider nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, und in dem Moment stirbt mir Miss Fortune. Ja. Und Teemo Gift, ihr kennt's, man stirbt. Tja. Aber wenn wir nochmal in die Stats gucken, unser Jungler hat mittlerweile 3 Kills. Und entscheidend ist immer noch der Farm von Miss Fortune und von Teemo. Das ist halt immer noch unser großer Vorteil. In der Mitte hat sich gerade unser Udyr die Orianna geschnappt und wurde von Chaco noch verfolgt, aber Chaco traut sich den Tower Dive nicht zu. Und auf der Top, Akali hat gerade... So wie, ja, genau das war's nämlich. ihr seht ja, Ali hat ja dass Irelia ein Orakel hat. Ja. Und wir zum Anfang genannten drei, Ali, Ektos und ich, waren im TS und jedenfalls chill ich gerade oben und will die Akali voll wegfetzen und sah ja auch eigentlich ganz gut aus, bis zu einer bestimmten Zeit. Und jedenfalls wollte ich mich dann unsichtbar machen mit meinem Whiskey und jedenfalls brülle ich so, warum sieht die mich, warum sieht die mich? Also da sieht man mal, dass man wirklich auf seine Umgebung achten muss, dass man seine Gegner wirklich von oben nach unten einfach bloß fokussen muss, sehen muss, was haben sie, was machen sie. Und mir ist halt echt das Elixier des Orakels untergegangen. Und noch der Bund. Ja, auch hier ist, ich bin gerade Handy-Switch, während du gesprochen hast. Wie ihr gesehen habt, haben wir erfolgreichen Gank von Chaco verhindert. Und haben ihn dabei sogar noch getötet. Mordekaiser wollte uns jetzt zur Hilfe kommen. Und jetzt kommt eine Situation, die ich nicht verstehe. Mordekaiser pickt seine Ulti. Rennt mit in den Tower. Ich springe extra hinterher, sodass er als Damage austeilen kann, ohne Damage zu bekommen. Und lässt mich da alleine stehen. Fand ich etwas irritierend. Ja. Hat mich dann aber im weiteren Spielverlauf nicht wirklich davon abgehalten, konzentriert weiterzuspielen. Ich fand es nur etwas sehr irritierend. Halt sollte man auch. Man sollte auch immer, egal ob man jetzt irgendwie, ob Teammates Fehler gemacht haben, man sollte immer versuchen cool zu bleiben. Einfach chillen. Sein Ding weitermachen. Jeder macht Fehler. Muss man sehen. Und in den nächsten paar Minuten kommt wieder eine Situation von Mordekaiser. Konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Also konnte ich schon, weil
naja, lasst, guckt erstmal und dann sag ich dann nochmal zu. Genau, da sterbe ich jetzt, glaube ich, auch nochmal. Sterbe ich da? Also. Nee, da kommst du mir entgegen und da killen wir die Rede, glaube ich. Genau. Also, ich habe gesehen, dass Akali und Udyr hier in den Kampf verwickelt sind. Udyr versucht, sich die Orianna zu schnappen. Schafft es leider nicht ganz. Und ich hatte da in der Zeit meine Ulti nicht mehr. Doch, ich hatte sie ready, bin aber nicht drangekommen. Und deswegen hat Shaco es geschafft, mich noch. Das ist jetzt zum Beispiel die Situation, die Alex meint. Ja. Oder Ali, sein Spitzname. Er rennt, Mordekaiser rennt einfach vor der Ulti weg, sodass Ali nicht wusste, auf wen soll er jetzt. Soll er sich jetzt die Orianna oder den Shaco vorknüpfen? Aber Mordekaiser hatte in der Situation solch einen Schiss vor der Ulti, vor der Kugel von Orianna, dass er da verwirrt einfach im Jungle stand. Ja. Und wenn ihr weiter die ganze Geschichte beobachtet, Shaco ist dann hier wieder durch den Busch, wo der Ward stand. Also Mordekaiser hättet eigentlich sehen müssen. Ist ja hier durchgegangen, hat den Mordekaiser abgehalten und im Endeffekt haben sie nachher zusammen getötet. Ja. So viel zu unserer Laning Phase. Dann haben wir hier unten auf der Bot auch ein bisschen Mist gemacht. Haben den Teemo ein paar Kills gegeben. Also die Situationen waren echt blöd. Ja, es sind schon Situationen, die wirklich nicht hätten sein müssen. Aber halt waren. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Stats guckt, ich denke mal, dass er sich, dass die Irelia mit dem Ziel reinging ins Spiel, die Akali, also mich rauszunehmen, Akali rauszunehmen, versuchen einfach Akali rauszunehmen, Akali nicht ins Spiel kommen lassen. Mhm. Und das haben sie bis dahin auch ganz, ganz gut geschafft. Ja, und Teemo dachte sich wahrscheinlich auch, den Farm von Miss Fortune, den kompensiere ich einfach mit ein paar Kills. Er hatte auch 5-0. Oder hat jetzt im Moment 5-0, also die Laning Phase von den Gegnern ist einfach etwas besser. Bis auf den Farm halt. Ja, okay, schauen wir einfach weiter. Ja, so. Jetzt entsteht gleich eine Situation hier in der Mitte. Versucht unser Udyr, den Tower zu verteidigen. Und, ja, schafft es nicht ganz so erfolgreich, kommt aber halt mit dem Leben davon ganz gut. Ist okay. So, wie ihr hier jetzt seht, in der Mitte. Ja. Und wie ihr seht, wir sehen, dass alle runterkommen hier. Morde und ich lassen uns da etwas trennen und auch etwas verladen. Wir wussten ja nun, dass alle runterkommen und dass von der Botlane nun auch noch alle kommen. Und wir waren komplett eingekesselt. So, und jetzt guckt euch die Situation an. Ich bin gestorben, hab noch alles reingehauen, was ging. Alle stehen in der Ulti von Miss Fortune. Irelia versucht noch unsere Miss Fortune zu catchen, samt Blitzcrank. Und Akali hat Irelia getötet. Dann fiel Shaco, dann Blitzcrank, dann Irelia, Orianna und zum Schluss der Teemo. Und fünffach Tötung. Für unseren Hope. Ja. Also dieser Teamfight ist echt optimal für uns gelaufen. Wir beiden Tanks, also Mordekaiser und meine Wenigkeit, wir haben die Leute so lange beschäftigt, bis unsere beiden Carries kamen und einfach massiv Damage raushauen konnten. Und das war auch diese Situation, die mich persönlich zurück ins Spiel gebracht hat. Oder allgemein dieses ganze Team zurück ins Spiel gebracht haben, hat. Wie man es halt gesehen hat. Und das Lustige fand ich, als ich in dem... Als ich von oben von der Top runtergelaufen bin in Richtung Teamfight, habe ich so zu die Jungs gesagt, Leute, ich muss irgendwie wieder ins Spiel zurückfinden. Irgendwie muss ich wieder reinkommen. Und dann fiel halt dieser sehr nette Penta. Das war der Pentakill mit Ansage. Ja, irgendwie schon. Ja, hier lässt sich die Miss Fortune etwas catchen. Ich kann ja aber zur Hilfe kommen und die anderen ziehen sich zurück. Miss Fortune geht jetzt auch, schrieb mir dann, dass Shaco dort noch zu sehen war. Und schreibt mir jetzt noch einen entscheidenden Satz. Don't go in Bush. Da ich aber sowieso vorhatte, zurückzugehen, war es mir eigentlich wurscht. Ja, okay. Dann folgen wir unserem frechen Udyr mal wieder. Der in den gegnerischen Jungle wieder rumgammelt. Genau, da kommst du jetzt auch gerade richtig. Das ist jetzt nämlich auch eine Spitzensituation.
da kannst du jetzt auch oben bleiben. Weil Ali sagte, ja, wir sollen uns nach dem Tor zurückziehen, weil Irelia war. Dann haben wir uns in den Busch gestellt, Irelia ist weg. Und dann seht ihr, dass von unten Oriana kommt. Und da sagte Ali, gut, haut ab, geht da nicht weiter rein, aber Odo hat gesagt, ach komm, zieh drauf. Und dann, ja, könnt ihr euch ja denken, was passiert. Und wie ihr gesehen habt, von hinten kommt Chaco. Und den haben wir uns nicht, natürlich nicht entgehen lassen. Und holen uns den noch. Irelia hat sie natürlich allein gelassen. Wäre Irelia, denke ich mal, da geblieben, hätte die vielleicht mindestens einen von uns noch bekommen. Aber. Tja. Ist dann halt nicht so gewesen. Also nicht wundern, unser Hope spoilert schon wieder etwas. Irgendwie ist er immer ein Stück voraus. Keine Ahnung. Er ist mir momentan jetzt fast 10 Sekunden voraus. Was soll ich denn machen? Das weiß ich auch nicht. Kannst wieder anmachen. Ja, hier unten habe ich, hier unten wurden wir auf der Botlane etwas belagert. Und ich habe leider den Blitzcrank mit meinem W gestealt. Und schrieb auch sorry, aber der Mordekaiser hat es mir zum Glück nicht übel genommen. Also passiert mir sehr häufig. Ich spiele sehr häufig Leona und es passiert mir extrem häufig, dass ich mit meinem W halt den Kill noch bekomme. Ich habe es auch schon geschafft, einen Double Kill mit der Ulti zu machen, aber das war in einem anderen Game. So, ja, der Blitzcrank ist hier unten gestorben. Wir haben uns dann entschieden, da der Teemo sich auch zurückgezogen hatte, Drake zu machen. Wie ihr seht, Udyr hält die Gegner davon ab, hier ein Engage auf den Drake zu machen. Stirbt leider dabei. Wir konnten uns aber... Also, wir haben uns den Chaco dann sofort vorgenommen, haben leider nur den Geist töten können, also den Doppelgänger von Chaco. Und müssen uns dann entschließen, uns auch zurückzuziehen. Und oben auf der Top bin ich auch gestorben gegen Irelia. Und das war jetzt... Ja, und in dieser Situation habt ihr gerade meinen Beschützerinstinkt gesehen. Ich sah, dass Mordekaiser, ich weiß nicht, warum er es tat, aber hier nochmal im Busch stehen geblieben ist. Obwohl er wusste, dass Blitzcrank ihn grabben kann. Und dementsprechend war der Tod von Mordekaiser eigentlich schon besiegelt. Aber aus purem Supporter-Reflex habe ich einfach mein E nochmal reingeworfen in den Busch, um irgendjemanden, der Damage macht, zu stunnen, aber... hat dem Mordekaiser leider auch nicht das Leben gerettet. Das ist Ali sein gutherziges... seine gutherzige Seele. Ja, hier hat die Miss Fortune nochmal echt Glück gehabt. Der Blitzcrank Grab hätte auch tödlich sein können. Ja, und diese Situation haben echt genervt. Überall standen diese Chaco-Puppen rum. Überall waren diese Teemo-Pilze. Jetzt kam eine Situation, die fanden wir auch relativ verwirrend. Blitzcrank und Orianna zogen sich zurück und haben ihren AD-Carrier hinten alleine gelassen. So ist Teemo relativ schnell gestorben. Unser Udyr zwar auch, aber Blitzcrank hat sein Leben gelassen und Orianna fast auch. Ich hatte sie noch so lange möglich hingehalten. Aber ihr werdet gleich sehen, welche Situation nervig ist. Pilz. Vision Ward, der hat dann leider nichts mehr genutzt, weil hier standen keine Pilze mehr. Aber da kam uns der Chaco noch günstig entgegen. War leider nur der Doppelgänger. Und da kam der Chaco nochmal. Und dachte, naja, vielleicht kann ich die überraschen, aber er hat den Vision Ward zu spät erkannt. Hat aber noch rechtzeitig erkannt, dass wir uns umgedreht haben. Jetzt wollte er uns hier noch ein bisschen hinhalten und verladen, aber naja. Okay. Ja, gut. Also jetzt kam wieder eine Situation, wo wir uns dann einfach zurückgezogen haben.
Und da haben wir aber die Irelia aus dem Busch sehen kommen. Akali und Udyr hatten sie verfolgt und wir haben sie einfach aufgehalten. Das Problem war, dass ich für diesen Kill leider den bisschen Overkill hatte, weil ich hatte meine Ulti für diesen Kill benutzt. Die hat uns dann leider in dem jetzigen Teamfight, der jetzt gleich losgeht, einfach gefehlt. Ihr seht, der Blitzcrank versucht wieder zu grabben. Erwischt glücklicherweise nichts. Ja, jetzt scoutet die Orianna hier mit ihrer Kugel. Und Miss Fortune versucht halt so ein bisschen zu harassen, ein bisschen zu poken, sollte aber vorsichtig sein, weil Blitzcrank ist nun mal halt gefährlich. Ja, wir entschieden uns dann, uns zurückzuziehen ein Stück, so dass der Jungle nochmal in Ruhe abgefarmt werden konnte. Miss Fortune ist runter auf die Bot, hat dort ihren Farm geholt. Und dann wollten die Gegner ein Go machen. Wir sind wieder auf den Chaco-Klon mal wieder reingefallen. Aber hier kommt eine Situation, ich habe mir sofort den Blitzcrank geschnappt und wunderte mich, warum, als unser gesamtes CC verbraucht war, warum die Gegner sich dort zurückziehen und ihren Blitzcrank da alleine stehen lassen. So, dann wollte sich die Irelia hier den Mordekaiser schnappen. Unser Akali hat aber relativ schnell reagiert. Und hat sie sich geschnappt. Ich bin dann noch dazu. Unser Udyr ist dafür leider gestorben, aber wir bekommen noch den Kill wenigstens am Chaco. Ah, die anderen waren leider nicht mehr möglich. Ich habe leider mein Schwert an dem Teemo vorbeigeworfen. Sonst hätte der auch nur zeitlich gesegnet, aber wir haben uns dann lieber zurückgezogen aufgrund der Pilze. War halt ein bisschen. Also diese Pilze sind echt ekelhaft von Timo. Ist das auf Garantie? Unsere Miss Fortune pusht hier noch ein bisschen, kann sie auch, also sie hat ja nicht allzu viel zu befürchten, zieht sich aber dann, als sie Blitzcrank sieht, entschieden zurück. Wird hier noch von der Orianna überrascht. Kann sich mit ihrem Kugelhagel aber gut zurückziehen. Und hier kommt jetzt die entscheidende Situation, sie kann dem Grab ausweichen. Verstehe nicht, ich bin immer weiter vorne als du. Tja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Gut. Ja, also wir verschaffen uns jetzt hier ein bisschen Übersicht. Ich hatte extra mal Vision Wards gekauft, um halt Pilze in Büschen zu sehen oder halt gegnerische Wards. War das dann aber irgendwann leid. Wie ihr seht, Blitzcrank und Timo waren etwas out of position, wir konnten sie aber nicht wirklich schnappen. Und jetzt kommt eine Situation, in der man eigentlich nicht in den Busch gehen sollte. Wir haben schon den Blitzcrank Crab gesehen. Wir wussten, dass Chaco oben reingeht und Timo mit im Busch ist. Aber der Kampf ist relativ gut für uns ausgegangen, weil sie haben Udyr gefokust und man konnte ex konnten extrem gut Udyr schützen. Also unser Udyr ist noch davon gekommen. Wir haben überlegt, ob wir nochmal rein, aber da alle aus meiner Ulti geflasht sind, haben wir uns dann doch zurückgezogen und uns mit zwei Kills zufrieden gegeben. Ja, unser Udyr geht sich heilen. Sotion hatte sich überlegt, eventuell noch ein bisschen Farm abzugreifen, aber fühlte sich dann doch etwas HP-low. Ja, Mordekaiser hatte schon die richtige Idee. Wir sollten vielleicht lieber zurückgehen und uns heilen. Aber da habe ich nochmal die Orianna erwischt. Bin dafür zwei gestorben.
Mein Team konnte aber noch den Kill am Chaco holen. Und da kam dann der Fail. Unser Mordekaiser wurde von Blitzcrank gegrabt. Dann stand aber unser Udyr schon wieder bereit. Das Fortune hat da echt gut alles gedodged. Also Orianna-Kugel samt dem Grab vom Blitzcrank. Da hat sich Irelia etwas zu weit vorgetraut und bezahlt dies mit dem Tod. Leider ist dafür unsere Miss Fortune gestorben. Und ein Fehler erneut vom Blitzcrank, er zieht den Tank. Ist jetzt zwar nicht schlecht für das Team ausgegangen, aber es kann einer der größten Fehler sein, die man tun kann. Wenn man mit Blitzcrank einfach mal den Tank erwischt. Ja, die Miss Fortune hatte sich hier noch ein bisschen beschwert, dass wir den Teemo fokussen sollen. Dabei hat sie in der Laning Phase selber nicht ganz beachtet. Wie gesagt, hier seht ihr, ich war die Vision Wards langsam leid. Habe mir dann ein Orakel gekauft, um einfach diese nervigen Pilze und Boxen von Chaco loszuwerden. Der Chaco war dann ziemlich frech, dachten wir. Aber es war nur der Klon von Chaco. Ja, verfolgen wir die Situation weiter. Miss Fortune geht hier sich noch ein bisschen Farm abgreifen. Und wir verteidigen so lange die Mitte. Weil die Gegner wiederum mal stürmen hier echt drauf. Also die wollen unbedingt die Mitte pushen. So, da kam natürlich die Orianna-Ulti extrem defensiv, aber hatte extrem Nutzen für sie. Jetzt kommt wieder ein massiver Fehler von Blitzcrank. Erstmal von Mordekaiser, dass er, selbst wenn er es sieht, alles in alle dreien latscht. Aber der Fehler von Blitzcrank war, mich zu grabben. Ich konnte mich sofort auf den Teemo stürzen. Bin bei dem Verfolgen leider mit gestorben durch diese ganzen Pilze. Und da wollten sie versuchen, noch Akali zu bekommen, aber da Chaco in der Nähe war, haben sie es dann gelassen. Und unser Udyr stirbt leider bei dem Versuch noch zu flüchten. Aber da hat unsere Miss Fortune relativ schnell reagiert und hat einfach beide weggebürstet. Ja. Also im Midgame hatten wir extrem mit Glück, dass die Kills echt zu 90% an die richtigen Chars gingen. Natürlich der Pentakill, unser Akali. Und halt Mordekaiser und Miss Fortune, wenn wir jetzt mal in die Stats gucken. Ich habe auch 2 Kills bekommen, tut mir leid. Aber Mordekaiser konnte sich ein bisschen seine Stats verbessern. Hatte mittlerweile 8 Assists und 2 Kills, aber hat ja auch die 187 Farm im Gegensatz zu Orianna mit 118. Und Miss Fortune hat zwar als Carry auch nur 4 Kills, ist aber auch nur 4-mal gestorben, hat 7 Assists, aber halt der Farm. 272 zu 88. Eigentlich die entscheidende Sache. Das ist peinlich. Ja. Ey, das gibt das doch, Jani. Ich flipp hier gleich aus. Kannst. Ja, also irgendwas stimmt hier mit den. Irgendwie laufen unsere Lore Recorder unterschiedlich. So, hier kommt der nächste Teamfight. Ja, Teemo uns nicht gesehen. Also irgendwie muss ich den Teemo noch erwischt haben. Der hatte nämlich Sonnenlicht drauf. Sehe gerade. Ich hatte mich nämlich in dieser Situation gewundert, warum ich den Assist bekommen habe. Weil ich habe den Teemo ja eigentlich nicht erwischt. Das fand ich auch komisch. Ich springe auf Chaco drauf. Ja, und weg war er. Ja.
Also hier kommt jetzt der Fehler vom Blitzcrank. Den wir eiskalt ausnutzen. Er zieht Udyr. Udyr tankt alles. Und ich kümmere mich sofort um Orianna. Beschäftige einfach so lange, so dass unsere Tanks einfach hier hinten aufräumen können. In Ruhe die Irelia killen. Miss Fortune holt sich noch den Kill am Chaco. Und jetzt kommt noch eine Situation. Blitzcrank grabt den Irelia-Geist. Orianna denkt, sie ist safe, aber Akali springt. Und macht massiven Schaden. Ja, die Situation war genial. Ja. Ich stehe hinten mit dem Team am Tower und frage ihn die ganze Zeit, kriegst du ihn? Ja, nein, doch, vielleicht, ich weiß es nicht. Und im Endeffekt hat er doch nicht bekommen. Ja, der Timo hat sich extrem weit vorgewagt und hat aber im Tod bezahlt. Unser Udyr ist dafür gestorben, aber unser Team hat halt den Blitzcrank noch bekommen. Der Turm wurde getötet, Mordecai supportet sich schon und wir bekommen noch den Inhibitor. So, und wenn er jetzt mal oben auf die Stats guckt, steht jetzt im Moment 31-31, obwohl wir halt im Early relativ mit, glaube 1-10 war es, ja, gut weit zurücklagen. Und da sieht man, dass man nicht immer sofort die Spieler aufgeben müsste. Mhm. Wie gesagt, unsere Miss Fortune hat einen vorbildlichen Farm, keine Frage. Wir liegen... Ja, die hat gerade auf der Bot auch noch den Tower geholt. Ja. Und... Genau, das war eine Situation, also die, wir gucken, also wir sagten, wir pinkten sie erst zurück, guckten dann aber in die Stats und sahen, dass halt noch viele tot waren. Und so hat sich Miss Fortune entschieden, einfach noch schnell den Tower zu machen und hat sich dann erst zurückgezogen. Und wenn man ihre Farm anguckt, also 300, das ist knapp 300 gegen Timo, der noch nicht mal nach 40 Minuten 100 Farm hat. Ist extrem, extrem schlecht. Ja. Also unsere Miss Fortune hat sehr vorbildlich gehandelt, hat sich auch in Teamfights meistens extrem zurückgehalten, bis dann halt der Teamfight losging und sie in Ruhe Damage austeilen konnte. Genau. Ja, so unsere Teamfights waren immer sehr gut. Udi und ich haben meistens die Fights initiated. Klar, weil ich halt schnell am Gegner bin und ihn massiv mit CC unter Druck setzen kann. Da kommt, genau, die haben schon Baron. Jetzt ist uns Ach das ja. nicht aufgefallen. Genau. Ist uns jetzt schon wieder nicht aufgefallen. Ja. Wir haben nämlich in einer Situation, da waren wir gerade alle weg und in der Situation sind Blitzcrank und Timo alle in Richtung Baron, haben Baron gemacht und sich dadurch natürlich... Falls ihr darauf geachtet habt, ich weiß es nicht, also Timo und Blitzcrank waren ungefähr auf der Höhe und haben sich hierhin zurückgezogen. Und die einzige, die auf der Botlane noch war, war Irelia. Und wir hatten gedacht, naja, wir schnappen uns die Irelia. Haben aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass der Gegner ja Baron machen könnte. Und als die Irelia uns entgegenkam mit diesem Leader-Buff, wir fassten uns alle an den Kopf. Wir dachten so, scheiße, warum... Ja, also... Denk mal, da ist Ali denn auch aufgefallen, dass er da bei Baron halt den Ward vergessen hat. Jo. Ja, also hat mich dann im Nachhinein etwas geärgert. Deswegen bin ich auch sofort hin. Wir haben nochmal geguckt, ob sich vielleicht noch irgendeiner hier verwirrt hat. Nee. Ja, also... Keine Ahnung. Da sieht man, dass dieses Teamplay von uns echt nicht schlecht war. Alle direkt, ja, verteidigen, bis Baron weg ist, bis sie den Buff nicht mehr haben, bis sie keinen Vorteil mehr so wirklich haben. In manchen Situationen denkt man halt, scheiße, machen wir jetzt weiter, versuchen wir es, aber wir haben es halt nicht versucht, wir haben wirklich versucht, einfach unsere Lanes zu verteidigen. Ja, also jetzt passiert momentan nicht viel, weil wir halt abwarten, bis der Baron-Buff beim Gegner verschwunden ist. Um es Orianna kurz zu sehen, also da ist er noch in etwa bei der Hälfte. Farm jetzt einfach nach und nach den Jungle ein bisschen ab, um ein bisschen an Gold zu kommen.
um den Jungle vor Pilzen zu von Pilzen zu befreien. In der Situation ist mir dann aufgefallen, dass ich mein Orakel gar nicht mehr habe. Ja. Also Miss Fortune geht hier die Top verteidigen gegen Irelia. Chaco im Gegenzug dazu muss hier oben die Bot verteidigen. Ich hatte mich dann entschlossen, meinem Carry zu folgen, um einfach in Notsituationen da zu sein. Genau. Udyr hatte vorgeschlagen, dass ach nee, Mordekaiser. Genau. Mordekaiser hatte vorgeschlagen, dass im F schnell den Red machen soll. Wenn wir schon mal in der Verteidigungsposition sind, so dann kann sie in Ruhe dort ihren Red abfarmen. Falls es doch zu einem Teamfight kommt, dass wir da nicht ganz so im Nachteil sind. Ja. Oh, da hat sich mein Headset gerade mal gemeldet. Ja, also, wie ihr seht, wir versammeln uns jetzt hier wieder in der Mitte. Haben natürlich immer noch den Vorteil, sie haben zwar Baron, aber wir haben den Inhibitor in der Mitte. Hatten der Hatten, ja, Inhibitor in sehe ich auch der Mitte? gerade, dass das schon rum war. Da hat Ali im TS gesagt, jetzt haben wir den Vorteil verspielt. Ja, genau. Jetzt kommt wieder eine Situation, die Blitzcrank hätte für sein Team tödlich hätte ausgehen lassen können. Aber der Chaco hat sich im richtigen Moment geflasht. Das war einfach sein Vorteil. Aber wir hatten mit einem E, mit einer EQ-Kombination von mir zwei Flashes entlockt. Diese Situation war natürlich für uns extrem gut. Baron bei den Gegnern war abgelaufen. Jetzt kommt erstmal das übliche Geplänke, bisschen Gepoke. Jetzt müsst ihr mal auf Ektos achten. Er rennt in Jungle, Pilze, schön rein da. Scheiß doch drauf. Also, bei ihm fragt man sich, wozu hat er ein Orakel? Bumm. Und nochmal. Der dritte kotzt ihn dann an, den macht er kaputt. Und in den vierten latscht er wieder rein, weil sein Orakel abgelaufen ist. Ich bin schon wieder bestimmt 10 Sekunden vor dir. Ja, okay. Wir entschließen uns dann hier etwas uns zurückzuziehen. Udyr hatte vor, zurückzugehen. Wir hatten aber keine Überzahlsituation der Gegner, denn Irelia befand sich auf der Top und defendet da. Die Situation haben wir dann ausgenutzt. Und wir wussten, dass Irelia auf der Top war. Jetzt kam der Fehler, und zwar Blitzcrank hat Mordekaiser gezogen. Unser Mordekaiser ist zwar sofort gestorben, ich habe mich aber um Teemo gekümmert und konnte meine Ulti extrem gut platzieren. So, dass Miss Fortune und Akali halt ihren Schaden extrem rausbringen konnten. Und Und wir sagten, beiden. und wir wussten, dass Irelia auf der Top war und wunderten uns, warum sie hinter uns auftaucht. Das war jetzt natürlich auch das Entsch der en letzte Entscheidende. Der Mordekaiser haut vor. Der Mordekaiser hatte keine Lust mehr. Der wollte, dass wir die Tower zerstören. Er hatte keinen Bock mehr drauf. Okay, ja. Wie gesagt, also wir zerstören jetzt noch die Tower, den Nexus. Und das Und dann passt. haben wir es gepackt. Ja. Ja, und Und das. da sieht man, dass man Spiele halt nicht aufgeben sollte, sondern wirklich. Also in letzter Zeit, ich habe mir viele Tutorials und so angeguckt und bin auch davon überzeugt, dass man halt viele Spiele möglichst nicht aufgeben sollte. In diesem Sinne, never surrender and tschüss. Ciao.